nicht in das. Das ist rein hier. Das hier Teil. Genau, da rein. Komm herum, oben durch das eigene Seil wieder. Mach den Finger rein. Finger.
nochmal der Aufruf für den Zusatzfragebogen. Letzte Runde Gelegenheit um 5.15 Uhr. Ehrengäste, mein Chef, der erste Kreisbeigeordnete Karl Friedrich Frese, schön, dass du da bist. Der Kreisfeuerwehrverband ist heute vertreten durch Jürgen Kerl. Der erste Vorsitzende hat gemeint, er wäre heute Morgen noch nicht ganz repräsentabel, hätte er aber gleich die Vertretung geschickt. Und natürlich ganz wichtig für die Stadt Korbach, der erste Stadtrat, Herr Merl. Schön, dass Sie da sind und auch, da will ich auch gleich mit dem ersten Dank anfangen. Vielen herzlichen Dank, dass die Stadt Korbach uns die Haue und auch die Stadthalle jedes Jahr kostenfrei zur Verfügung stellt und auch der Bauhof schon eine Woche vorher sich die Mühe macht, den Platz absperrt, die Stühle und Tische in der Stadthalle stellt. Das ist wirklich sehr gut, dass das hier so klappt. Deshalb mache ich das immer hier in Korbach, weil ich weiß, hier sind wir in guten Händen. Vielen Dank, Herr Mann. Und um in der Reihenfolge des Aufbaus zu bleiben und der Danksagung, die ich zu machen habe, nach dem Bauhof kommt dann jetzt natürlich die Feuerwehr Korbach, die heute Morgen um 6 Uhr schon hier gewesen ist und aufgebaut hat und dann trotzdem noch um 8 Uhr als erste Mannschaft schon gestartet hat. Vielen herzlichen Dank an die viele Mühe und das frühe Aufstehen und dass ihr trotzdem noch an der Übung teilnehmt. Vielen herzlichen Dank. Jetzt war ich bei der Feuerwehr der Stadt Korbach, muss ich mal gucken, wo ich weitergehe. Natürlich kommen dann irgendwann die Fragebögen dran. Wenn die Schiedsrichter, ich muss mich jetzt bei den Schiedsrichtern bedanken aus dem Schwalm-Nieder-Kreis, aus Marburg-Wiedenkopf und dem Landkreis Kassel, die, wie es leider im Fußball auch ist, manchmal Schiedsrichterentscheidungen treffen müssen. Bei uns gibt es keinen Keller in Köln, wir machen das alles direkt. Also Schiedsrichterentscheidung ist hier Schiedsrichterentscheid und es ist nicht immer jeder damit zufrieden, aber es ist, wie es ist, es gibt keinen Videobeweis. Vielen herzlichen Dank an die Schiedsrichter aus den Nachbarlandkreisen, heute nur noch vertreten mit einem Schiedsrichter aus Marburg-Biedenkopf, genau Weimar. Vielen Dank. Und natürlich an das Personal aus meinem Fachdienst und den ein oder anderen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die beim Auswerten helfen, der Fragebögen, sodass wir eben wirklich pünktlich zum Regen fertig geworden sind, um diese Ehrung jetzt durchzuführen. Und damit bin ich mit meinem Dank, glaube ich, am Ende. Ich gebe das Mikrofon an meinen Chef. Jetzt hast du den Regen bestellt, das hilft mir dabei, mich ganz kurz zu fassen. Ich begrüße euch alle, liebe Kameradinnen und Kameraden. Ich schließe mich dem Dank des Kreisfeuerwehrinspektors an und freue mich, dass wieder heute 35 Mannschaften, 36 am Kreisleistungsentscheid teilgenommen haben. Es geht also nach der Delle Corona wieder weiter bergauf und das finde ich auch gut, wenn Sie und ihr euch immer weiter qualifiziert und auch die Übungen und den Übungsnutz dazu nutzt, eure Ausbildung zu betreiben. So, ansonsten hoffe ich, dass die Besten gewonnen haben und die Besten, das sind alle, die hier sind, denn jeder, der teilgenommen hat, hat gewonnen. Wir wissen das ja, Ratsform entscheidet, eben gab es einen leichten Hinweis für die Schiedsrichter, aber sowas, es gibt halt immer nur einen, der gewinnen kann und einen, der ganz hinten ist und im nächsten Jahr kann sich alles ändern. Ich bin jedenfalls der Meinung, dass alle, die mitgemacht haben, heute einen guten Job gemacht haben und dazu beigetragen haben, dass unsere Feuerwehren in Waldeck-Frankenberg wieder in einem guten Licht stehen. Danke, später noch einen schönen Sonntag mit dem einen oder anderen, wie ich das so weiß, eine schöne Feier. Ja, meine lieben Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, ich darf auch die Grüße des Kreisfeuerwehrmanns Waldeck-Frankenberg überbringen. Was ich heute so gesehen habe, also das war alles schon vorbildlich, wir haben alle gut geübt, haben alle auch einen Job heute gemacht. Es gibt natürlich
auch heute Gewinner. Ich habe mir die Ergebnisliste schon und für mich ein, zwei Überraschungen sind da oben drauf, muss ich sagen. Aber alle habt ihr wirklich gute Übungen gemacht und ich hoffe, dass es nächstes Jahr, wenn es eine neue Übung gibt, dann auch wieder noch ein paar mehr Mannschaften kommen. Das soll es von mir heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Siegerehrung jetzt und ich hoffe, dass es auch für uns geht. Danke. Feuerwehrkameradinnen, liebe Feuerwehrkameraden, Vertretung des Hausherrn Bürgermeister Klaus Friedrich, darf ich mich zunächst mal bei den Korbachern bedanken. Die Korbacher Feuerwehrkameradinnen und Kameraden haben gezeigt, dass sie nicht nur gestern Abend in Ense feiern können, sondern auch wieder rechtzeitig auf dem Platz sind, um aufzubauen und auch eine Mannschaft oder mehrere Mannschaften zu stellen und sich selber an den Wettkämpfen zu beteiligen. Korbach hat Feuerwehr, Korbach hat den richtigen Platz, gute Entscheidung, wieder hierher zu kommen. Und allen denjenigen, die vorne liegen, herzlichen Glückwunsch, aber auch ein Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Nein, ich hoffe nicht. Nein. Jakob, du hast den Fragebogenfehler. Achtung! Ja, danke. 3, 2, 1, 4! Danke. Ich muss vorhin gleich da hoch. Ja. Weg mit den Kameras.